Und da sind wir wieder zurück bei einer weiteren Runde von The Legend of Zelda Twilight Princess in der HD-Version. Und wir haben beim letzten Mal hier die Knirche hier besiegt, die hier waren. Damit wir hier das Warp-Portal haben. Und jetzt werden wir uns die Brücke organisieren. Dazu müssen wir kurz mal zum Höhersee. Denn das Teil, was wir suchen, ist in der Gerudo-Wüste. Und da gibt es nur dieses eine Warp-Portal. Und das ist, naja, beim Dungeon. Das heißt, wir können nicht so in die Wüste reinporten. Das heißt, wir müssen mal kurz zum Freizeitpark, da ich jetzt im Hilliard sehe, und uns dann dahin schießen. Mehr oder weniger. Gott sei Dank geht das relativ schnell. So. Zur Oase bitte. Sofern man das eine Oase nennen kann, denn das unterscheidet sich so vom Sandanteil nicht so sehr von der Wüste. Und Wasser gibt es da auch keins. Es sei denn, man bezeichnet die ganze Gerudo-Wüste als Oase, dann will ich aber nicht sehen, wie die eigentliche Wüste aussieht. So. Aber jetzt ist hier wenigstens ein reitbarer Untersatz, den wir nehmen können. So, ich muss mich mal kurz umsehen. Das Teil da vorne sieht groß aus. Was ist das vielleicht? Gott, ich wünsche, dieses Reitteil gäbe schon am Anfang der Wüste. Also, wenn man das erste Mal hier ist. Oh, jetzt ist Mutter. Out. Eigentlich können wir hier genauso gut in Wolfsgestalt durchrennen. Das wird, glaube ich, sogar noch schneller. Ist das da vorne, was ich sehe? Ein Insekt? Oder ich werde anhalten. Ich wollte doch anhalten! Machen. Wow, 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 au, ja, so kann man auch anhalten. Wo ist jetzt das Insekt? Da vorne ist es. Komm zurück, Insekt! Komm zurück! Was machst du hier in der Wüste? Hier ist es gefährlich, hier sind Monster! Oh, eine Eintagsfliege. Ja, die lebt hier wirklich nur einen Tag. Jetzt lässt mich doch mal in Ruhe. Kriegt man die Teile nicht damit auch weg? Nö. Das muss schon unser großer Freund hier machen. Dann gib mal Gas. Das reicht. Autsch. Naja, du nimmst es ja gelassen. Wow. 100 Rubine. So, weiter geht's. Hat sich doch genug, hier nochmal vorbeizuschauen. Jetzt lassen wir uns nochmal in Ruhe. Ja, das da vorne sieht sehr brückig aus, wenn ihr mich fragt. Einfach übergetreten. Geschieht ihm recht. Oh, da kommen wir so gar nicht hin. Zu früh gefreut. Müssen die Eulenstatue da bewegen. Und da unser Kopierstab momentan ein bisschen out of order ist, geht das ein bisschen schlecht. Da. Habe ich doch richtig gehört. Meins.
So, damit haben wir schon mal ein Pärchen. Beziehungsweise haben wir ein weiteres Pärchen. Also hier sollten wir sicher sein. Wo ist der Greifhaken? Ach, die brauchen wir momentan nicht. So. Und noch ein höher, bitte. Hui. Dankeschön fürs Mitnehmen. Mie. Zwei, drei. Hi. Da sind die zwei. Au. Blöde Wand. Ist ein bisschen dunkel. Jetzt kommt euch mal ein bisschen näher. So. Oh, danke für das Herz. Ach, wir haben schon volle. Hi. Oh, falsche Richtung. Ein bisschen unglücklich, wenn wir hier wieder runterspringen. Oh ja, da war ja was. Nämlich das. Dankeschön. Ja, wir warten es mal. Und zwar... dorthin? Nein, dort zur Brücke. So, und weg damit. Und weg mit uns. Ich frage mich zwar, wie das hält, aber hey. Brücke ist wieder heil. Fahrrad muss hier die Richtung stehen. Was ich deckt nicht, wo gerade gedacht hat, als die Brücke hergekommen ist. So, ach ja, sicher, jeden Tag. Hi, na, wie geht's dir? Auch in deiner neuen Gestalt erkenne ich dich. Ja, finde schnell zu deinem wahren Selbst zurück. Okay. Zufrieden? Wow. So, jetzt kommen wir hier endlich mal wieder rüber. So viele Brücken. Gott. Also erstmal... Aua. Aus. Und dann als nächstes... Das da. Haben wir denn schon? Gespenst. Gespenstschrecke männlich. Haben wir noch nicht, gut. So. Alter, können wir mal aufhören? Ich glaube, es hackt. Okay, so geht's auch.
So, da will man hier einfach nur in Ruhe langreiten und dann sowas. So, wie sieht's hier mit der Brücke jetzt aus? Man sollte meinen, die ist jetzt repariert, wo wir unseren Beitrag dazu beigeleistet haben. Alter! Lass uns also in Ruhe, ja? Ich mag nicht mehr. Jetzt ist die Brücke zwar wieder da, aber ich bin so schwach. Da kann ich unmöglich neue Waren einkaufen. Alles, was ich brauche, um zu Kräften zu kommen, ist Quellwasser. Wenn ich mich damit übergieße, geht's mir wieder gut. Okay. Komm, Faras. Hallo? Komm her. Was für eine Pfeilverschwendung. Erst erklärt, warum wir nur noch so wenige haben. Apropos, wie viele Geister sehen haben wir denn jetzt? 18. Zwei fehlen noch. Gute Nacht. Oh, ich wollte nicht mit dem Schwert angreifen. Das war Verschwendung. Mal gucken, ob wir gleich im Markt neue kaufen können. Dann haben wir wenigstens wieder welche. Ging es hier nicht noch irgendwo zu einem Dingsens? Wenn mich nicht alles täuscht, ging es hier doch noch irgendwo. Könnte man hier doch noch irgendwo hoch. Du bist ja schon wieder da. Komm her! Ich glaube, das war da hoch. Man sollte sich allerdings zuerst darum kümmern. Dann geht's hier hoch. So, da geht's noch lang. Wow. Netter Gang. Ist da noch irgendwas? Nö, sieht nach einer endlosen Sackgasse aus. Und in dem Fall, so entspannen wir uns den Sprung. Können wir uns dann darüber ziehen? Das sieht mir ein bisschen weit weg aus, ja. Das hier sah nicht gerade so aus, als wenn man darauf laufen könnte. Oh, hi. Ich wusste, ich habe was vergessen. Also wieder zurück. So. So, sparen wir uns das Geklettere. Kriegen wir den mit dem Dingsens kaputt? Ja, klappt hervorragend. Also. Ging es hier jetzt runter? Oder ging es da lang? Ich glaube, es ging hier lang. Oder? Ach, probieren wir es einfach aus. Da ist die Truhe. Yay, und noch ein Herzteil. So, kurz mal Richtung ändern und nach Kakariko. Wir müssen Quellwasser organisieren.
Das schaffen wir nicht, indem wir gegen eine Wand laufen. Quellwasser. Wo kriegen wir hier Quellwasser her? Ah, ich brauche Quellwasser. Hast du welches? Oh. Wobei, ach ja. Wow. Hier ist die heiße Quelle. Wir haben gleich nur ein bestimmtes Zeitlimit, um dahin zu kommen. Es wäre vielleicht schlauer gewesen, wenn wir Fahrers weiter in die Richtung gestellt hätten, dass wir einfach raufklettern könnten. So, haben wir eine leere Flasche? Ja, wir haben eine leere Flasche. Wir haben hier gerade erst eine bekommen. So, du füllst die Quelle mit heißem Quellwasser. Du füllst Quellwasser in die Flasche. Trinke es, solange es warm ist, um alle dein Herz wieder aufzufüllen. Wird es kalt, ist es noch Wasser. Au, das war's mir wert. Kommen wir da rüber? Nein, Zeitverschwendung. Gib Stoff, Fahrer, hier habe ich den ganzen Tag Zeit. Zeig mir, wie schnell du bist. Sei wie der Wind. Wow. Also wenn wir so einen Sauseschritt weiterreiten, sollte es kein Problem sein, das in der Zeit zu schaffen. Und wir düsen im Sauseschritt. So, einfach mal übergießen. Ist das schon übergießen? Na toll, das zählt ja nicht. Lass mich in Ruhe. Oh. Ja, das zählt ja nicht. Also nochmal wieder zurück. Wie die da stehen. Wo kommen wir nicht weiter? Oh, wie gesagt, ich bin optimistisch, dass wir unser Timing hätten optimieren können. Ich meine, der Weg an sich ist ja auch nicht weit. So, wir stellen uns mit Fahrers. So, in Startposition. Na, eigentlich hätte ich sie noch ein bisschen weiter vorstellen können, dann hätten wir gleich von hinten raufhoppen können. Dann sprintet sie ja mal sofort los. Autsch. Ich liebe es einfach, mich gegen Wände zu stürzen. Ich hasse mich so sehr. Will das Huhn auch planschen gehen? Runde Nummer 2. Das war doch wesentlich zeitoptimierter. Hey!
Wir haben's gleich. Nein, ich will nicht mit ihm reden. Ich will absteigen, verdammt. Nicht reden! Ach. So. Anvisieren. Ruf damit. Hat hervorragend funktioniert. Warum ist halt nur... Wir hätten das vielleicht von hier machen sollen. Hitboxen. Nicht meine Stärke. Haben die sich gerade selbst aufs Eis gelegt? Ja, wir haben es soweit. Ciao. Na komm. Viel besser. Nein, nicht so. Auf da. Wenn wir in den anderen beiden Flaschen keine Feen hätten, würde ich da mehr Quellwasser mitnehmen. Also, ich will für so eine Sidequest nicht die Feen verschwenden, die wir haben. So viel haben wir davon auch nicht. Und auf Bäumen wachsen die bekanntermaßen auch noch nicht. Perfekte Landung. So, jetzt aber noch mal auf. Alle guten Dinge sind drei. Wir haben's gleich. Halt durch, Fahrer, das packst du. Halt. Alter, wenn du mir jetzt in die Suppe spuckst, ne? Ich sag nicht, der macht das wieder daneben. Ach du. Mann. Ich mache das gleich nochmal im Off. Wir haben das jetzt oft genug hier on screen gemacht. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, ihr seid auch wieder mit dabei. Also bis zum nächsten Mal und bis dann sage ich für